Hallo und willkommen zurück zu Thief Simulator. Ja, da war mal gerade kurz meine Stimme weg. Ja, heute wollen wir versuchen, den Vulcan Spectre hier zu klauen und noch ein bisschen was mitgehen zu lassen. Da haben wir nämlich ja noch einiges. So, jetzt müssen wir nur gerade mal gucken. Hier könnte man ja noch rüber klettern. Oh. Das ist natürlich Cheat. Kommt man da irgendwie noch rein? Sonst müssen wir mal kurz schlafen gehen. Ob es hier irgendwo eine Regenrinne gibt, wo wir hochklettern können. Okay, gibt es anscheinend nicht. Doch, da. Müssen uns aber beeilen, bevor er uns sieht. So. Einmal kurz ducken. Und wir sind drin. Er schläft ja noch. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Warte mal. Wir müssen erstmal runter. Wir haben ja voll vergessen, hier gibt es ja noch Kameras nicht in der Wohnung. Die müssen wir noch ausschalten. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, wir brauchen einmal lila. Einmal. Und einmal blau. Und einmal gelb. Und das war's. Gut, wir müssen halt nur aufpassen. Wo sind der jetzt? Oh, was haben wir hier? Oh, ein antikes Buch. Nehmen wir mit. Ah, hier sind diese Eier. Das brauchen wir noch für eine Trophy. Da müssen wir 5 von diesen Eiern klauen. Oha, was geht denn hier ab? Alter. Okay, jetzt muss ich Kohle machen. Ich weiß halt jetzt nur nicht, wo der ist. Wenn wir den kaputt machen. Könnten es höchstens dann machen, wenn er. Wenn er aus dem Haus ist. Dann können wir es kaputt machen und dann klauen wir dann noch den Rest. Aber warum sehe ich den jetzt nicht mehr? So, warte mal. Das antike Buch haben wir. Dann brauchen wir noch die Statue. Die ist da beim Piano. Zack. Das ist das Garagentor.
Gitarre nehmen wir auch mit. Jetzt weiß ich halt nur nicht, wann der aufsteht, ne? Weil ich hätte nämlich jetzt auch gerade gar nicht hier mehr im Blick. Kann ich mich hier verstecken? Nein. Mal kurz gucken, ob ich mich hier unten irgendwo noch verschanzen kann, zur Not. Das ist auch bald voll, ne? So, wir verstecken uns mal kurz hier. Warum sehe ich denn den eigentlich nicht mehr? Finde ich halt merkwürdig. Oh, ich glaube, eben bewegt er sich. Ich hoffe jetzt nur, dass er nicht, dass er das merkt, dass ich da schon was geklaut habe. Ich weiß nicht, wo er jetzt noch überall rumrennt. Jetzt unten oder so oben? Du musst oben sein noch, ne? Warte mal, lass mal ganz kurz gucken, wann ist denn der außer Haus? Wir haben jetzt 5 Uhr, 6. Also, wir müssen erstmal zu 205, 7 Uhr. Ab 6 Uhr ist er nicht mal zu Hause. Okay. So, noch eine Stunde müssen wir hier ausharren. Der Kollege draußen ist nämlich jetzt hinten. Warte mal, wir gucken gerade noch mal, wo hält er sich jetzt noch auf? Ah, das haben wir gar nicht im Blick. Mist. Wenn er
er sich nämlich nur noch oben aufhält. Oh, die Rolle sind noch. Ist da ein Fenster? Ah, natürlich. Geht aus dem Haus. Wunderbar. Okay, jetzt müssen wir es reißen. Der ist weg. Hier können wir aber noch gut was klauen. Der hat nämlich hier einiges anzubieten. So, erst müssen wir das Garagentor aufmachen, in der Hoffnung, dass der uns nicht sieht. So, die nächste Frage ist, wo kommen wir raus? Müssen wir gucken. Ah, hier. Das war ja easy. Oh, sorry. Das war ja richtig easy, muss ich sagen. Da wir ja in der letzten Folge seinen Schlüssel die Zentralverriegelung kopiert haben, müssen wir jetzt nichts knacken und nichts. Also haben wir das jetzt ganz easy gepackt und wir haben unser erstes Ei. 5 Stück müssen wir ja sammeln. Ich werde die aber erstmal in unser Versteck aufbewahren, weil ich weiß nicht, ob ich die 5 Eier im Inventar haben muss oder ob ich die verkaufen kann schon. So, da haben wir nächste Trophäe, weil wir das Auto jetzt geklaut haben. Und das müsste sogar ein S-Plus sein, ne? Jawohl, ja. Und wir haben natürlich 2 antike Sachen. Also wir haben jetzt auch gut Kohle gemacht. Geschichte, Gemälderepublik von 202 Stählen. Hier ist übrigens stehen die Karren, wo wir geklaut haben. Warum hat denn der Winnie nicht angerufen? Das wundert mich aber. Okay, ich tue erstmal das da reinpacken. Das, genau. Einmal. So, jetzt gucken wir erstmal. Oh, da ist noch ein Tablet gesperrt. Das tun wir gleich mal entsperren. Sogar 2. Bevor wir das dann beim Ivanov verkaufen. Erstmal entsperren, ne? Zack. So, schauen wir mal. Oh, warte mal. Das kriegen wir so gar nicht hin. Da müssen wir halt so rumgehen. Ja, oder auch nicht. Warte mal. Gehen wir mal
hier oben lang. Das ist aber ein bisschen tricky diesmal hier. Warte mal. Müssen wir hier rumgehen. Und offen. Gut, das war Nummer 1. Jetzt machen wir noch gleich, gleich noch das nächste. Was haben wir? 3? Okay. So, fangen wir doch gleich mal hier wieder an. Zack, zack, zack. Das machen wir mal oben lang. Und das ist doch wieder einfacher. So, eine haben wir noch. Das kriegen wir so nicht hin. Müssen vielleicht unten rum. So, kurz gucken. Zack, zack. Zack, zack. Nee, klappt auch nicht. Hä? Lass mal kurz mal einen Check machen hier. Zack, zack. Ah, okay. So. Gut, das hätten wir mal. Okay. Die Eier haben wir da drin. Das Auto auseinanderbauen, das mache ich schon offline. Da habe ich jetzt schon das letzte Mal schon eine Folge gemacht. Beziehungsweise noch weit vorher haben wir, glaube ich, auch schon mal eins ausgebaut. Das mache ich aber dann offline. So, jetzt gucken wir erstmal. Wir haben doch hier bestimmt was dabei. Siehst du, wir müssen 5 Stück sammeln. Da kriegen wir 10.000 für. Und dafür gibt es dann auch die Trophäe. So, hier haben wir schon mal nichts. Dann Autoteile auch noch nicht. Elektronik. Es gibt noch eine goldene Uhr. Wir haben nur eine silberne jetzt gefunden. Hier ist sonst nichts. Büroschredder, okay. Küche ist leer, okay. Gitarre ist das, was wir brauchen. Posaune. Wertvolles. Also wir finden hier noch einiges. Ah, die Halloween-Sachen. Ich weiß gar nicht, wie lange das gilt. Weil da haben wir ja auch 3 Stück schon gefunden. So, antikes Buch, 8.000, weg mit. Antike Statue, 15.600. Ja, da haben wir doch schon wieder ein bisschen Kohle. Da freue ich mich doch. So. Lass mal kurz gucken, was müssen wir als nächstes machen? Gemälderepublik von 202 stehlen. 202, da waren wir doch, glaube ich, auch schon, ne? 202. Oh, anscheinend waren wir noch nicht da. Wir haben da nämlich noch 3 Jobs. Okay, das ist ja gut. Dann gucken wir nämlich mal, jetzt haben wir ja ein bisschen Kohle, was wir für 202 rausholen können hier. So, doch, da haben wir doch was. Boah, 29.000 haben wir. Und wir haben noch nicht mal alles verkauft. Wow.
Dann können wir ja alles erstmal hier an Sicherheitstipps holen. Kamerasteuerung befindet sich in der Treppe. Das ist immer gut. Das kann nämlich sein, dass jetzt in den ganzen Witchy-Witch-Häuser oder beziehungsweise die meisten jetzt auch innen drin Kameras haben. Für das Tor befindet sich der Garage. Okay, das heißt, da können wir auch noch ein Auto klauen. Die Fenstersteuerung befindet sich. Okay. Fenster haben Glasbruchsensoren. Ach du Heilige. Okay, das heißt schon mal, wir können da nichts kaputt machen. Aber wir haben noch nichts rausgefunden, was die Wertvolles drin haben, ne? Na gut. Hier haben wir auch nichts Neues. Okay. Gut, dann gehen wir doch mal schnell zum Ivanov und ja, verkaufen noch unser Zeugs und dann haben wir das erstmal. Gut, gut. Ich weiß auch nicht von der Story her, wie lange das noch geht. Ich denke mal, dass es auch jetzt schon Richtung Ende gehen könnte. Außer es gibt noch mal eine Map. Moin Welcome back. Ivanov. Ich habe da ein bisschen was für dich. 1500 für die silberne Uhr. Oh ja. iMac. Also da muss ich auf jeden Fall noch mal rein, weil der hat noch einiges, was man dann auch mitnehmen kann, was sich lohnt. Wir waren ja noch nicht mal in allen Zimmern drin. Wunderbar. Gut. Ja, was wir dann in der nächsten Folge machen, weiß ich noch nicht. Entweder gehen wir die Story weiter oder wir machen mal so eine Folge, wo wir nur Sachen klauen, also dass wir von Haus zu Haus gehen und ein bisschen mal gucken, was sie dann so noch haben. Ja, müssen wir mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.